Es war einmal. So beginnen die Märchen aus alten Zeiten. Und egal, wie wild dabei gekämpft wurde oder wie viele Großmütter im Bauch des Wolfes verschwanden, am Ende ging es immer gut aus. Nun ja, für den Wolf vielleicht nicht, denn der war am Ende meistens mausetot. So gesehen gab es immer Verlierer im Märchen. Aber das waren ja wenigstens die Bösen. Frage am Rande: Ist der Wolf tatsächlich böse? Und auch heute werden uns rundherum Märchen erzählt, wo es immer Böse und Gute gibt. Nur werden die Rollen von denen diktiert, die die Macht und das Geld haben. Damit gelingt es natürlich perfekt, über Massenverbreitungskanäle wie Massenmedien, Internet, Social Medias den einfachen Menschen, die diese Dauerberieselung kritiklos und oft auch denkunfähig ausgesetzt sind, zu einer formbaren Masse zu machen, die wie Lemminge gedankenlos in eine Richtung laufen und in letzter Instanz über die Klippe springen. Nun schreiben wir vielleicht eine andere Art von Märchen. Das Märchen von der Zukunft. Und dieses Märchen beginnt mit: Es wird einmal auf der Welt keinen Krieg mehr geben. Es wird keine gewissenlosen Machthaber mehr geben. Und das ungleichmäßig verteilte Kapital und die hochentwickelten Technologien werden zum Wohl der hungernden Menschen auf der Welt eingesetzt. Die Menschen werden nicht mehr akzeptiert haben, dass Kartelle und Lobbys über ihr Leben entscheiden. Die Pharmalobbyisten und Waffenkartelle werden unter dem friedlichen, aber bestimmten Druck der Bevölkerung quer durch alle Berufsgruppen und Bevölkerungsschichten entmachtet werden. Die weltweiten sogenannten Gutmenschenorganisationen werden mit ihren Planspielen und Verordnungen von unabhängigen Richtern aus dem Volk abgeurteilt werden und in isolierten, freudlosen Landstrichen mit harter Arbeit ihr Dasein fristen, anstatt in ihren Luxusvillen oder auf ihren Hochseejachten dem Deutsche Vita zu frönen, während Menschen für den Profit der Superreichen ausgebeutet werden. Ja, es wird einmal auf der Welt eine Zeit kommen, wo jeder, jedem offen und ehrlich in die Augen sehen kann. Die Frage ist nur, wann wird diese Zeit kommen und welche Anstrengungen der ehrlichen Leute wird es dazu brauchen? Wir von der DEMPO, von der Demokratiepartei für Österreich, wollen auf jeden Fall alle Anstrengungen unternehmen, um für uns, unsere Kinder und unsere Enkelkinder diese lebenswerte Zukunft zu erreichen. Mit eurer Unterstützung, mit eurer Hilfe, mit euren Ideen.